them again. Wo fange ich an? Also, es sind diese Woche sehr, sehr viele Sachen passiert. Es sind sehr viele Sachen passiert, die nicht easy waren. Es sind sehr viele Sachen passiert, die extrem viel Patience und sehr viel... Es hat auf jeden Fall erstmal einen Grund, dass ich die ganze Zeit nicht am Start gewesen bin hier, weil ich sehr, sehr viel zu dribbeln und zu tun hatte. Das Erste, viele von euch werden es mitbekommen haben und es ist eine ziemlich leidige Geschichte, meine Freunde. Ich zeig's euch ganz kurz. Ihr wisst, um was es geht. Ihr wisst alle, um was es geht. Viele haben es auch gerade schon in den Chat geschrieben. Passt auf, ganz kurz. Wir machen es kurz und knapp. Ihr alle kennt den Rewe-Server. Ihr alle wisst, wie sehr ich den Rewe-Server geliebt habe und wie sehr ich mich im Endeffekt immer wieder vom Rewe-Server auch entfernt habe mit der Zeit, weil ich halt einfach nicht mehr so viel Minecraft-Content gebracht habe. Ja, leider Gottes mussten wir jetzt uns, ja, Sadgeist in den Chat, Digga, ich sehe es gerade schon, Robin, danke Sari, danke schön für den Sub. Pass auf, Leute, wir machen es kurz und knapp. Der Rewe-Server macht nach 7 Jahren das Ding dicht. Es sind Sachen passiert, über die ich jetzt noch nicht sprechen kann, weil wir da tatsächlich noch nicht ganz sicher. Wir sind in der Gesellschaft zu mehreren Personen drinne und das ist eine Geschichte, die läuft jetzt schon seit längerer Zeit. Also das ist eine Sache, die mich jetzt schon seit bestimmt 3 Jahren belastet. Und einer dieser Gesellschafter hat sich dazu entschieden, Gelder, die eigentlich der Firma zustehen, zu veruntreuen. Beziehungsweise, ja, ob man das jetzt Scam nennt oder nicht, ich will jetzt hier auch, wie gesagt, keine wilden Behauptungen in den Raum schmeißen. Auf jeden Fall fehlt uns eine Menge Kohle, um den Server weiterhin zu betreiben. Das Geld kriegen wir nicht mehr wieder. Es ist auch eine sehr schwierige rechtliche Situation, über die ich nicht offen reden kann und darf. Es fehlt auf jeden Fall halt eine Menge Kohle, um den Server weiter zu betreiben. Ich kann noch nicht hingehen und weiterhin Geld dafür einbringen in das Projekt. Es ist sehr, sehr verstrickt. Jede Spende und alles weitere hilft uns nicht weiter. Es ist nie an die Öffentlichkeit gekommen. Ich habe das nie öffentlich gemacht, aber es ist leider nicht anders möglich. Ich denke mal, ich werde darüber erzählen, wenn diese ganze Geschichte abgeschlossen ist. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass wir uns dazu entschlossen haben, dieses Projekt endlich mal ab ACTA zu legen, weil die Admins tatsächlich mittlerweile den kompletten Server am Laufen halten, der Server auch nicht mehr so gut läuft tatsächlich und der Server tatsächlich zusätzlich dazu auch noch in der Popularität, weil Minecraft halt einfach nicht mehr so krass ist, bisschen abgestürzt ist, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den ganzen Admin, Unitius und Team und die ganzen Jungs drumherum, die das Ding jetzt echt die letzten 2,5 Jahre durchgetragen haben, wirklich, Alter. Es war eine krank geile Zeit. Der Server hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ihr seht ja, wie wir uns hier entwickelt haben. Es waren sieben wilde Jahre, Leute. Eine Sache, ich habe nie einen einzigen Cent mit diesem Server verdient. Ich selber habe mir nie einen einzigen Cent aus diesem Server ausgezahlt. Es ist schwierig, aber irgendwann geht es immer wieder weiter und wir schauen mal, wie wir es machen. Ne? Noch eine Sache. So, am Samstagabend, ihr wisst ja, dass ich ja in Schweden gewesen bin und dafür 4 Tage gewesen bin bei Julia und ich habe mich am Samstag tatsächlich von Julia getrennt. Ja, Digga, das kam halt auch nochmal mit dazu, erschwerend, sage ich mal. Ist aber alles in Ordnung, alles entspannt zwischen uns beiden, alles easy, ne? Das wollte ich nur kurz abgehakt haben, basically quasi. Dann gibt es noch eine Sache, die ein bisschen beschwerlich momentan ist. Ihr wisst ja schon, dass wir schon seit längerer Zeit ein Haus suchen und immer wieder dran sind, um uns da irgendwie was Neues seitens Wohnsituation, Content und so weiter und so fort aufzubauen. Auch das gestaltet sich gerade extrem, extrem schwierig, Leute. Passt auf. Ich habe ja selber Immobilien. So, das sind aber keine Immobilien, die ich selber bewohnen möchte. Das sind alles Wohnungen, die ich vermiete und das ist auch cool so. Viel, viel entscheidender an dieser Geschichte ist ja, dass ich ein Haus in Köln suche zur Miete. So, und das ist auch gerade eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil wir das Problem haben, in Köln, basically, ich habe mich auf 10 verschiedene Häuser jetzt innerhalb von einem halben Jahr beworben, in der Hoffnung, dass wir da irgendwas bekommen. Und das waren Häuser, das habe ich euch schon mal erzählt, da waren Häuser dabei, die haben teilweise 9.000 Euro Miete. Folgendes ist das Ding. Ich finde in Köln momentan kein Haus, was für uns passt. Das hat verschiedenste Gründe. Größtenteils darum, dass die Vermieter und Eigentümer uns sich das Vertrauen entgegenbringen, dass wir als junge Menschen gemeinsam wohnen können. Wollt ihr mal eine Nachricht ganz kurz sehen, Leute? Also ich will in Köln eigentlich, wer ist uns? Uns, da rede ich mit Tobi und eventuell weiteren Mitbewohnern. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne so ein Streaming-/YouTube-Ding-Haus machen möchte, wo wir gemeinsam mehr IRL-Content haben. Wir haben wahnsinnig viel IRL-Content geplant. Wir haben Equipment dafür gekauft. Und dieser ganze Scheiß
funktioniert wegen Corona und der Wohnsituation nicht. Also selbst mit Corona. Ich habe Leute, Kollegen hier in Köln, die haben so einen Schein gemacht, die könnten jeden Tag zu Schnelltesten vorbeikommen. Bla 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 bla. Ich suche eigentlich nur ein Haus, in dem ich gerne wohnen würde. So, ich zeige euch mal ganz kurz eine Nachricht, die ich zurückbekommen habe. Vergeblicherweise. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin aus allen Wolken gefallen. Das ist todesdreist. Ich habe eine der Nachrichten exemplarisch mal rausgesucht. Meistens kriegen wir keine Antwort. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bewerbe mich als jemand und ich kann das jetzt so sagen. Ich kann euch das, das ist kein Geheimnis. Es steht auch hier eine Nachricht drin. Mein Jahreseinkommen liegt jenseits der 1 Million Euro. So, das heißt, die Miete ist auf jeden Fall gesichert. Der Vertrag läuft auf mich. Ich bin der alleinige Mieter, übernehme die komplette Verantwortung dafür. Ich brauche nur einen Ort, wo ich mich kreativ entfalten kann. So, ja. Also rein finanziell ist das ein Top-Notch-Ding. Ich glaube, es gibt keinen Mieter in Köln, der ähnlich liquide ist wie ich. Der Ahnung von Immobilien hat, der selber weiß, wie man Immobilien zu verwalten hat, der selber tatsächlich einen Plan davon hat, wie man ein Haus instand hält, weil ich selber Immobilien habe, so, ne? Passt auf. Und ich habe jetzt folgende Nachricht vorgestern erhalten und ich lese es euch mal ganz kurz vor. Und das ist nur exemplarisch dafür, für eine der Nachrichten, die wir tatsächlich, wenn wir überhaupt Nachrichten, Antworten bekommen. Wir haben 2 Besichtigungen von 10 Häusern, durften wir 2 Stück besichtigen. Ich habe alle meine Dokumente, Bilanzen, Einkommensnachweis und so weiter und so fort in meinem Profil, ja, hinterlegt. Die Leute können sich das sehen. Die Leute sehen, was ich im Jahr verdiene. Die sehen, wer ich bin. Die wissen, wer ich bin. Hallo, Akani. Und Häuser gehen immer wieder an. Ist schon gefüttert. Komm mal her, Tobi. Lass uns doch mal ganz kurz diesen Text hier durchgehen. Ja. Passt auf, Tobi sucht ja auch mit. Klar. Schaut mal hier. Hier ist eine Nachricht, Leute, die exemplarisch das Problem so ein bisschen beschreibt, ja? Schaut mal hier, pass auf. Ich habe hier oben geschrieben, bla bla bla. Da mein Jahreseinkommen weit der 1 Million liegt, wäre es für mich kein Problem, dieses Haus alleine zu beziehen. Leider ist mir das etwas zu groß aus praktischen Gründen. Und nach einer noch relativ frischen Trennung meiner langjährigen Lebenspartnerin, damit meinte ich noch Jody, ist noch nicht ganz aktuell, suche ich daher die Gesellschaft der oben beschriebenen. Weil die wollen halt alle nicht, dass wir als WG da einziehen. WG klingt halt danach quasi, als würde man gemeinsam irgendwie das Geld zusammenkratzen für ein Haus. So, den Mietvertrag, wie auch den jetzt in meiner jetzigen Wohnung, ich wohne mit meinem Bruder und Kollegen zusammen, würde komplett auf mich laufen, damit einhergehen auch sämtliches Haftungsrisiko. Ich würde mich gerne um ein persönliches Kennenlernen bemühen. Und dann schreibt mir diese Dame, schreibt mir zurück. Sehr geehrter Herr Meier, Sie können gut ein anderes Haus kaufen. Ich habe mich hier beworben zu einem Miethaus mit Ihren Möglichkeiten. Ist genug im Angebot. Viel Glück dabei. Wir haben keine Immobilien für Wohngemeinschaften. Good luck. Auf der Blablabla-Straße gibt es 3 Stadthäuser für 4,2 Millionen. Vielleicht ist das etwas für sie. Digga? Wie kann man so dreist sein, Digga? Ich schwöre, entweder denkt die, dass ich am Cappen bin, oder die denkt sich einfach so, Bro, junge Leute mit Geld gibt es nicht. Wie kann man so unglaublich dreist und unfreundlich sein? Digga, ich habe mich ja bewusst auf ein Haus zur Miete beworben, weil ich nicht ein Haus in Köln kaufen möchte. Wenn ich ein Haus kaufen will, dann würde ich das gerne außerhalb von Köln machen. Aber ich möchte gerade noch in Köln in einem Haus wohnen. Und das ist möglich. Aber der ganze Markt wird von solchen Leuten hier dominiert, Digga. In Köln nennen wir das Klüngel, die todesunfreundlich sind, unhöfliches F***. Und einem jungen Menschen, egal, Digga, du bist 30, Digga, ich bin 28, das check ich ja nicht mal eben, die einem jungen Menschen nicht mal die Chance geben, sich überhaupt vorzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe nicht mal die Möglichkeit, egal wie freundlich und wie detailliert ich meine Situation beschreibe, ich habe so einen Text geschrieben, dass es keine normale WG ist, sondern wir Leute sind, ich möchte mit meinem Geschäftspartner Tobi, meinem Bruder und noch einer weiteren Person zusammenziehen. So, liegt einfach daran, dass ich könnte mir ein Haus alleine mieten. Ich könnte mir das größte Penthouse in Köln mieten, wenn ich will. Will ich aber. Aber nicht, ich bin 22, na klar. Das ist insane, ja. Geh doch über den Makler. Selbst über einen Makler haben wir es versucht. Das ist verrückt. Wie hast du es mit deinen anderen Immobilien gemacht? Ja, die habe ich gekauft. Das sind meine Immobilien, die vermiete ich, aber da will ich nicht drin wohnen. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte ein Haus in Köln mieten für 3, 4 Jahre, für 5 Jahre und dann außerhalb mir gerne mein eigenes Traumhaus bauen. Ich schwöre es aber, wir haben 2 Häuser besichtigt. 1, oder? 1 haben wir besichtigt. Stimmt, wir sind einmal sogar bis nach... Ich habe sogar gedacht, Digga, Pfeife, ziehst du nach Leverkusen. Digga, ich dachte, du ziehst nach Leverkusen. Wisst ihr, was in Leverkusen ist? No front an Leverkusen. Leute, ich möchte gerne in Köln wohnen bleiben. Ich könnte halt jetzt... Das ist ja das Dumme. Ich könnte ja jetzt... Es fühlt sich so an, als müsste ich jetzt ein Haus kaufen. Aber jetzt ein Haus zu kaufen in der Innenstadt, was ich nicht fühle, das ist halt... Wenn wir ein Haus kaufen in der Größe, wo wir suchen, kann ich euch ehrlich sagen, sind das 3, 4 Millionen. Und die bin ich jetzt bereit, nicht auszugeben. Weil ich weiß, dass ich nicht in Köln lebenslang wohnen möchte. Ich möchte was mieten mit Kollegen, mit Freunden. Ich gehe die komplette Haftung ein, alles. Aber Digga, das ist Berlin, Tobi. Alle schreiben Berlin. Fahren wir nach Berlin, oder? Ja, Berlin ist schön. Ja, klar. Nee, also wir haben auch echt schon überlegt, Madeira, bla 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 umzuziehen. Aber das Ding ist, Köln
und ich sind so. Das ist das Lebensgefühl. Wisst ihr, was ich meine? Ja, keine Ahnung. Also, Wohnungsgesuchsstream, Digga. Ja, auf alles, Digga, auf alles. Also, wir haben alles an Alternativen durch. Wir haben auch Hamburg und sowas überlegt und Berlin und alles. Aber Köln ist einfach, Köln ist nicht schön. Köln hat aber die nettesten Menschen und die korrektesten Menschen hier. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so das Ding. Es ist wirklich schlimm. In meiner jetzigen Wohnung, das kommt auch noch mit dazu, deshalb auch wieder kopflange Streampause. In meiner jetzigen Wohnung, mein Badezimmer ist komplett broke. Ich habe gerade Stress mit meinem Vermieter, weil der sich wirklich anstellt wie der letzte Köpek, Digga, wirklich. Also der benimmt sich a little bit out of range, würde ich jetzt mal sagen. Der ist ein bisschen mad. Ich habe ein Loch im Badezimmer, weil das komplette Badezimmer aufgerissen werden muss. Meine Heizung fällt ständig aus. Ich zahle extrem viel Geld für diese Wohnung. Ich habe eine sehr, sehr schöne Wohnung in der Innenstadt. Leute, und das ist das Ding. Deshalb gerade auch die Streams so unregelmäßig und alles. Es f***en gerade 40 Sachen gemeinsam in meinen Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt gerade der Grund, warum sehr, sehr wenig Content-Streams kommt. Ich wollte euch nur mal ein kleines Update geben. Es ist wirklich insane. Es ist wirklich, wirklich insane, was gerade abgeht, Digga. Hau rein, Digga. Was soll ich sagen, Leute? Also, es ist gerade wirklich Kopf des Todes. Deshalb wartet bitte, wie gesagt, mit den Streams. Ich schwöre, es ist bei mir ein Running Gag geworden. Von wegen, mach einen Streamingplan, bla bla, du streamst eh nicht. Ey, Streams laufen gerade zahlenmäßig wirklich top. Ich kann mich nicht beschweren. Dafür, dass ich zweimal die Woche gerade live bin, ist es wirklich nice so. Aber im Endeffekt, Digga, im Endeffekt, Leute, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht immer die Zeit dafür. Ich habe nicht immer die Zeit, weil, wie gesagt, es sind 30, 40 Sachen, Digga. Es sind gerade 40, 50 Sachen, die mein Kopf Aber wir kriegen das alles gedribbelt und irgendwie sowas. Und das wollte ich euch auf jeden Fall mal ganz kurz als Update hier so mit durchgeben, wa? Das erstmal ein kleiner aggressiver Real Talk gewesen hier, Digga, ganz am Anfang.